damit wir den Verbrechern die Grenzen aufzeigen können, meine Damen und Herren. Soweit Bundesinnenministerin Nancy Faeser. Außerdem äußerte sie die Sorge, dass sich in Deutschland bewaffnete Auseinandersetzungen auch gegen Vertreter des Staates richten könnten, wie das bereits in den Niederlanden und in Schweden geschehen ist. Nächstes Thema. Anfang November jährte sich der NSU-Komplex zum 11. Mal. Und das mit einem medialen Paukenschlag. Denn kurz zuvor hatte der ZDF-Satiriker Jan Böhmermann angeblich geheime Staatsakten der hessischen Landesregierung zum NSU in seiner Sendung öffentlich gemacht. Der hessische Investigativjournalist und Publizist Wolf Wetzel ist schon lange ein dezidierter Kritiker dieses, wie er sagt, Staatsskandals. Siehe auch seine Bücher dazu, wo beginnt der nationalsozialistische Untergrund, wo hört der Staat auf, sowie der Rechtsstaat im Untergrund, Big Brother und der NSU-Komplex. Denn gleichzeitig kritisiert Wetzel den Überwachungsstaat, von dem schon George Orwell gewarnt hatte. Der britische Schriftsteller hat einst mit seinem bahnbrechenden Werk 1984 nicht nur Literaturgeschichte geschrieben, sondern auch einen Big Brother-Staat beschrieben. Herr Wetzel, Sie sind Investigativjournalist, sind seit Jahren am NSU-Skandal dran, haben da einige dunkle Hintergründe und Abgründe schon aufdecken können. Und kürzlich haben Sie für die Nachdenkseiten einen, wie ich finde, erfrischenden wie nachdenklichen Beitrag zum Orwellschen Überwachungsstaat geschrieben. Und wir beide versuchen heute ein kleines Kunststück, einen kleinen Balanceakt. Wir versuchen beide Themen, also NSU-Skandal, der sich ja jüngst, ich glaube, zum 11. Mal gejährt hatte, und den Überwachungsstaat nach George Orwell. Wir versuchen, diese beiden Themen miteinander zu verzahnen. Mal gucken, ob uns das gelingt. Ich bin aber ganz zuversichtlich. Fangen wir mal mit dem Orwellschen Überwachungsstaat und dem Nachdenkseitenbeitrag an. Was hat Sie denn dazu motiviert, diesen Text zu verfassen in der heutigen Zeit? Na gut, ich hatte natürlich schon früher mich damit auseinandergesetzt. Also zum einen schon allein der Roman, aber gut, es war damals eben dann in den 80er Jahren, war das dann schon so ein bisschen apokalyptisch, zumal man damals natürlich ja auch gehofft hat, dass man nicht in solche Zustände hineinrennt oder läuft oder gestoßen wird, die wir heute haben. Also ehrlicherweise hätte ich nie gedacht, dass ich in so eine Zeit gerate wie die heutige. Von daher hat mich das ja immer beschäftigt. Also was ist das mit dem Überwachungsstaat? Ist es Verschwörungstheorie oder ist es einfach nur eine konsequente Umsetzung von technischen Möglichkeiten, die der Staat hat, die er dann auch nutzt, wenn die Opposition zu gering ist, beziehungsweise der Widerstand so marginal ist, dass man einfach weitermachen kann. Und jetzt abhören oder überwachen oder Zensur sind ja keine neuen Erscheinungen. Deswegen fand ich das ja so spannend, was der George Orwell 1948, das muss man ja erwähnen, ne, das ist ein Zahlendreher, der zu dem Buchtitel geführt hat, was er da sozusagen vorgedacht hat und wie das von der Realität eingeholt wurde, da kommen wir ja später nochmal drauf. Aber ich bin dann einfach nur durch Zufall auf dieses Zitat gestoßen, das ich von jemand anders hatte. Ne? Wir müssen Energie sparen für den Krieg, für den Krieg. Der dem Frieden dient, der Strom wird jetzt abgeschaltet. Ich fand es natürlich sehr passend, weil es natürlich auch diese Kriegssituation heute anspricht. Also Krieg gab es schon immer auf der Welt, aber so nah an einem Weltkrieg war es meiner Meinung nach noch nie. Und da fand ich dieses Zitat ganz nett und habe das einfach nur gepostet. Daraufhin wurde dann auf Facebook dieses Zitat verdeckt. Und man hat mir ganz lange dann erklärt, ne, wenn man sozusagen den Vorhang lüftet, dann gibt's eine Erklärung, dann entdeckt man plötzlich DPA-Cleaner, also DPA-Faktenchecker nennen die sich, die mir dann erklärt haben, dass Orwell eine totalitäre Vision beschreibt und dass das Zitat nicht der Buchversion, sondern der Filmversion zuzuordnen ist. Und wo ich gedacht habe, ich habe ja gar nicht gesagt, was für eine Version das ist, habe aber die Gelegenheit genutzt, eigentlich nochmal
aufzugreifen, wie absurd es ist. Und ich glaube, das kommt bei Orwell nicht vor. DPA ist ja deutsche Presseagentur, die also selbst endlos viele Nachrichten in die Welt schickt, darunter unglaublich viele Falschmeldungen. Warum dieselben Leute, die das machen, professionell und natürlich groß im Geschäft sind, dann angestellt werden, um etwas, was ihnen nicht passt, irgendwie aus dem Weg zu räumen. Das ist schon besonders absurd. Also ja, und das war eigentlich der Grund. Und von daher habe ich natürlich dann nochmal ein bisschen darauf zurückgegriffen, was sind diese Faktenchecker, woher kommen sie, was ist überhaupt das Medium Facebook? Hätte sich auch niemand vorstellen können in den 70er, 80er Jahren, dass das Medium absolut rechtsfrei ist quasi. Das heißt, es ist Eigentum von Facebook. Und wenn man das sozusagen benutzt, dann ist es deren Hausrecht und die können im Prinzip machen, was sie wollen. Wenn sie einen Account schließen, dann schließen sie ihn und man hat gar keine Möglichkeiten, dagegen vorzugehen. Das war eigentlich mein Anlass. Ich wiederhole es auch nochmal. Wir müssen Energie sparen für den Krieg, für den Frieden. Der Strom wird jetzt abgeschaltet. Das stammt aus der Verfilmung von 1984, dem dystopischen Roman des britischen Schriftstellers George Orwell, der ja fast schon prophetisch eine vollkommen technisierte Überwachungsgesellschaft dargestellt hat mit einem ständigen imaginären Feind im Außen. Aber kommen wir noch später drauf. Weil Sie gerade die Faktenchecker der DPA angesprochen haben, viele andere Medienhäuser, ARD, ZDF etc. haben auch Faktenchecker und verbreiten trotzdem auch selber nachweislich immer mal wieder Fake News. Gut, das kommt vor. Ich meine, das ist Mensch, wir sind auch ein Radiosender. Bei uns gibt es sicherlich auch mal hier und da Fehler, aber zumindest nicht bewusst. Wir machen das nicht gezielt. Es kann immer mal wieder vorkommen, dass man was falsch zitiert etc. Aber Sie unterstellen den Faktencheckern ja, dass das auch gezielte Kampagnen sind. Was kritisieren Sie darüber hinaus an den sogenannten Faktencheckern und Fake News Prüfern? Naja, also das Entscheidende ist eigentlich, dass es Privatjustiz ist. Auch das hat sich Orwell in seinem Roman nicht vorstellen können. Da war das ja quasi alles staatlich, die Überwachung und die Kontrolle der Menschen und die Partei, die eine Partei, die alles in der Hand hat. Etwas Besonderes ist, und das ist schon eine andere Qualität, dass sozusagen Zensur, also das, was öffentlich zugänglich gemacht werden soll oder nicht, dass das nicht mehr einen staatlichen Regulativ unterworfen ist. Das wäre in einem bürgerlichen Rechtsstaat üblich. Also wenn ich eben sag, die Angelika Merkel hat ein uneheliches Kind und 7 Liebhaber, dann ist es keine Frage von Facebook oder von DPA-Checkern oder sonst wem, sondern dann ist es eine Falschmeldung, die kann man anzeigen, also die Person, die sich da angegriffen fühlt, und dann wird es juristisch verfolgt. Also mit ganz normalen gesetzlichen Möglichkeiten, was, und das ist ja der entscheidende Unterschied zur Privatjustiz von Facebook und Co., wo ich ja zumindest die Chance habe, in einer Verhandlung meinen Widerspruch darzulegen. Bei Facebook, DPA und Google hat man das ja überhaupt nicht. Es wird einfach komplett gelöscht, Accounts, einzelne Beiträge. Und du findest keinen Richter, in Anführungszeichen, keinen Gerichtsort, wo du hingehen kannst und sagen, Moment mal, dann erklärt mir, warum das und das so ist. Das ist das eine. Ich muss vielleicht noch hinzufügen, auch das konnte sich Orwell nicht vorstellen. Die eine Möglichkeit ist Zensur, das heißt, man bringt was zum Verschwinden, was ja Google und Facebook 1000-10.000-fach machen, Accounts löschen und so weiter und Berichte abdecken. Was überhaupt nicht in der Öffentlichkeit ist, dass das viel massivere Instrument der Überwachung beziehungsweise der Unterdrückung von Nachrichten und der Nichtverbreitung, das ist das, was Facebook macht über die Erreichbarkeit deiner, meiner, unserer Beiträge. Das heißt, wenn ich einen Beitrag auf Facebook publiziere, dann heißt es nicht, dass der
entsprechend der Schlagworte und so weiter für alle zugänglich zu finden ist, sondern, und das hat die Facebook-Chefin mal gesagt, als sie angegriffen wurden, dass sie viel zu viel Sachen durchgehen lassen und nicht und viel zu wenig Selbstjustiz betreiben, hat sie gesagt, das stimmt nicht. Sie sind in der Lage, bis zu 80% die Erreichbarkeit eines Beitrages einzuschränken. Das ist natürlich so, als würdest du auf dem Marktplatz stehen, die Demonstration ist erlaubt, die Kundgebung ist erlaubt und der Marktplatz wird weiträumig abgesperrt von der Polizei oder von Privatpolizei und du kannst da deine Kundgebung mit ein paar Leuten halten, ja. Und ich glaube, das ist ein viel subtileres Mittel, Nachrichten, die nicht passen, die unangenehm sind, sozusagen buchstäblich ins Sand laufen zu lassen. Auch das konnte sich Orwell damals nicht vorstellen. Aber der entscheidende Punkt ist sicherlich, dass es sich in jeder Form um Privatjustiz handelt, dass ich sozusagen keine Rechte habe gegenüber dem Eigentümer Facebook oder Google und zum anderen natürlich, dass der Irrsinn ist, dass diejenigen, die selbst Fake News verbreiten, wie dpa etc., dass die sozusagen diejenigen sind, die darüber wachen sollen, dass keine Fake News in den sozialen Medien erscheint. Das ist gänzlich absurd. Und ich habe ja einige Beispiele im Text genannt, die es seit Jahren gibt, die nachweislich falsch sind, wo ich bis heute keinen DPA-Faktenchecker finde, der sagt, nein, das stimmt nicht, beziehungsweise das sind Falschmeldungen. Ne? Ich hatte kürzlich mit dem Wiener Historiker und Chef vom Promedia-Verlag Hannes Hofbauer gesprochen, weil Sie gerade das Stichwort Zensur beschrieben haben. Der hat ja kürzlich auch ein gleichnamiges Buch herausgebracht und vertritt darin die historische These, dass Zensurmaßnahmen im Prinzip relativ alt sind. Schon seit dem Buchdruck ging es los. Damals waren es vor allem kirchliche Zensoren. Heute, so sagt Hofbauer, führe der Staat und private Tech-Konzerne wie Google, Facebook, Twitter diese Zensurmaßnahmen fort. Sehen Sie es ähnlich, Herr Wetzel, oder erkennen Sie vielleicht sogar durch die neue Technologie eine neue Qualität im Orwell-Staat? Und Hofbauer sagte mir auch, und das ist ja auch bekannt, häufig lösche Facebook ja auch mehr, als vom Mainstream oder Staat eigentlich verlangt wird. Ja, ich meine, gut, das ist natürlich naheliegend, also das Letztere, was Sie sagen, es gibt keine juristische Kontrolle darüber, was Facebook tut oder nicht. Während wenn ich das wie früher gehabt habe, ich habe ein Buch veröffentlicht oder einen Artikel und werde dann wegen Beleidigung angezeigt, dann habe ich ein Gerichtsverfahren und dann muss man mindestens sich die Mühe geben, die Gegenseite Gründe zu nennen, die halbwegs plausibel sind. Klar, da gab es auch Fehlurteile. Aber der Unterschied ist, dass es zu gar keinem Prozess, zu keiner öffentlichen Auseinandersetzung kommt, wo belegt werden muss, warum etwas Fake News ist oder Falschmeldung und umgekehrt die Person die Möglichkeit hat, das zu begründen. Was Herr Hofbauer meint, würde ich auch zustimmen. Ja, natürlich, sozusagen, man kann das historisch einordnen und da ja auch früher das keine egalitären Gesellschaften waren, ne, und der Buchdruck ja nicht allen Menschen zur Verfügung stand und die Kirche jetzt auch keine egalitäre Institution war, der Feudalismus noch weniger, ist ja naheliegend, dass sie immer dasselbe Prinzip verfolgen, was natürlich in der Ambivalenz der Sache ist. Auf der einen Seite will man möglichst viele Informationen im seinen Sinne verbreiten. Das fing mit dem Buchprogramm, mit dem Radio, mit dem Fernseher, später eben jetzt mit dem Internet, um seine Interessen zu publizieren, um so auch, wie sagte Hans-Magnus Enzensberger, um als Bewusstseinsindustrie zu funktionieren, weil der Volkssender in 30er Jahren bei den Nazis natürlich ein völlig bescheidenes Mittel war im Verhältnis jetzt zum Internet, das fast jeder und jede hat und benutzt. Also muss man gleichzeitig
auch sozusagen die Zugänglichkeit dieser Informationen kontrollieren, zum einen durch Löschen, aber was ich eben auch gesagt habe, indem diese Texte zwar scheinbar öffentlich zugänglich sind, aber tatsächlich, das ist so, als würde ich schreiben und würde es unter die Bettdecke legen. Ich kann es, bei mir ist es ganz lustig, gut, weil natürlich schreibe ich da drüber und kritisiere ja auch Facebook oder unterstütze die Forderung, Facebook zu zerschlagen etc., wie das in den USA eine Senatorin vorgeschlagen hat. Ich kann so feststellen, dass ich normalerweise habe ich ein bestimmtes Level an Zugriffen und ganz, ganz selten kommt es vor, ne, dass es so durchschießt auf das 10-fache, 15-fache und einen Tag später ist alles wieder vorbei. Und dann merkt man natürlich den Unterschied, also zwischen der Tatsache, was ein Text, wenn er wirklich frei zugänglich wäre, ne, was das machen würde, und natürlich das Medium Facebook, das bis zu 80% kontrolliert, wer sozusagen an diesen Text herankommt. Das ist schon ein gewaltiger Unterschied, ja. Herr Wetzel, Sie schrieben für die Nachdenkseiten, nicht erst mit dem kindlichen Doppelwumms eines alternden Kanzlers Olaf Scholz, der geradezu Orwellschen Ankündigung, man verteidige die Freiheit in der Ukraine. Diese hieß ja vor 20 Jahren Afghanistan. Dann kam der Krieg gegen das Virus, Zitat von Macron, der hat das wörtlich so gesagt in Frankreich. Dann schreiben Sie über Gesundheitsminister Karl Lauterbach, der einen Krieg gegen Putin fordert. Damit scheine man, schreiben Sie, der Dystopie von 1984 von George Orwell Schritt für Schritt und Wort für Wort näher zu kommen. Könnten Sie das noch mal kurz in wenigen Sätzen ausführen? Naja, George Orwell hat ja beschrieben, sozusagen in seiner Dystopie, die eben zu der Einsicht, zu der visionären Einsicht kam, dass mit dem Zweiten Weltkrieg jetzt nicht vorbei war, ne, sondern dass ja ganz viele Staaten, in Anführungszeichen Siegermächte, ja gleich weiter marschieren wollten Richtung Russland. Und Churchill, glaube ich, war es, der gesagt hat, der größte Fehler war, dass wir aufgehört haben 1945, wir hätten gleich Richtung Moskau weiter marschieren sollen oder müssen. Dann hätte man das Problem, das man heute angeblich hat, nicht mehr. Ja, also George Orwell beschreibt eine Gesellschaft, die im permanenten Kriegszustand ist. Und ich würde sagen, natürlich, das ist Fakt, aber ganz oft fanden die Kriege woanders statt, in Syrien, in Afghanistan, in Afrika und weiß der Teufel wo. Und jetzt ist aber ein Zustand erreicht, wo es tatsächlich sozusagen immer näher, also an Europa heranrückt und zum Weltkrieg droht. Das ist das eine, was sich mit Orwells Vision deckt. Das andere ist, dass natürlich immer wichtiger wird, den Krieg zu begründen. Ne? Also Krieg ist Frieden. Also die Grünen, die ich noch mitgekriegt habe, noch in den 80er Jahren, als sie sich gegründet haben, als sie noch in Anführungszeichen in Bewegung aktiv waren, da war der Pazifismus das oberste Prinzip. Also wir, die nicht pazifistisch waren, wurden als Gewalttäter kriminalisiert und sie haben immer versucht, den Pazifismus, egal wie schlimm der Feind ist und der Gegner, in diesem Fall war das ja natürlich die AKW-Industrie und so weiter, dass man keine gewaltsamen Mittel einsetzen soll, weil das das eigene Ziel diskreditiert. Ich finde es spannend, wenn man sich heute an einem Baerbock und Wirtschaftsminister und also gerade die Grünen, die größere Waffennarren sind, als in jedem Schießverein zu finden sind, ja, dass die heute genau das umdrehen. Also Pazifismus wäre aus der Zeit gefallen, ne, wörtlich. Ich weiß gar nicht, wie kann man aus der Zeit fallen, wenn man nicht gestoßen wird. Und der Pazifismus wäre sozusagen Verrat an den Menschen in der Ukraine, die von dem Angriffskrieg bedroht wurden. Das ist genau diese Orwellsche Denkweise, wo diejenigen, die die Gewalt verurteilen, vor allem natürlich den Krieg in der Version, die wir auch heute haben,
denen vorzuwerfen, dass der Pazifismus sozusagen dem Menschen schutzlos macht, die Opfer einer Aggression sind. Das ist genau das, was Orwell, ne, mit der Diktion Krieg ist Frieden meinte und was die Grünen heute durchdeklinieren, fast jeden Tag mit Blick auf den Krieg gegen Russland, wobei sie ja auch klar sagen, es geht darum, Russland zu ruinieren. Mhm. Vielleicht nochmal kurz zum Buch selber. George Orwell hatte ja seinen Roman, wie Sie schon richtig sagten, kurz nach dem Zweiten Weltkrieg unter diesem Eindruck verfasst und hat in diesem Werk vor einem totalitären Überwachungsstaat gewarnt, in dem sogar eine sogenannte Gedankenpolizei für Recht und Ordnung im Inneren sorgt und es im Äußeren einen immerwährenden imaginären Feind gibt. Ich weiß nicht, ob der Feind jetzt Ozeanien ist, also es gibt ja diese drei großen Kontinente. Und man sieht den Feind nie, man weiß auch nicht, was da vor sich geht, man weiß nur, er bedroht ständig, ja. Wie viel von dem allem ist denn bereits Ihrer Analyse nach Wirklichkeit geworden? Naja, also wenn man jetzt den sogenannten Ukraine-Krieg nimmt, dann weiß man am allerwenigsten, und wir werden ja bis heute am allerwenigsten darüber informiert, wie kam er zustande? Also, weil Sie das ansprechen mit Gedankenpolizei, ja, natürlich ist es ganz entscheidend, was denken die Menschen hier in Deutschland, in Europa darüber, wie dieser Krieg zustande gekommen ist, warum wir die Ukraine unterstützen müssen, wen wir in der Ukraine genau unterstützen. Und deswegen ist Gedankenpolizei und DPA, Faktenchecker so wichtig als Löschprogramme. Was hat man alles vorher gewusst? Was hatte man vor 2022, Februar, als Russland einmarschiert ist, was hatte man davor über die Ukraine gewusst? Ich habe sehr viel in öffentlich-rechtlichen Anstalten beziehungsweise Beiträgen erfahren, was die Ukraine ist, also mit das korrupteste Land in Europa, Zelensky, der vom Komiker zum Staatspräsident wurde, der hat bevor er sein Land und sich selbst angeblich opfern will für die Freiheit, hat er Millionen in Offshore-Firmen geparkt. Also es ist über die Pandora-Papiere rausgekommen. Alles, bevor dieser Krieg im Februar in Anführungszeichen begann. Mhm. Und da fängt er schon sozusagen das Orwellsche an. War das der erste berühmte Schuss im Februar 2022 oder gibt es eine Vorgeschichte, die man wissen muss? Jetzt kann man immer noch sagen, und selbst wenn das so war und das Minsk-Abkommen wurde gebrochen, es wurde gezielt gebrochen, man wollte sich nur Zeit kaufen, um dann weiter militärisch aktiv zu sein. Wenn man berücksichtigt, dass die NATO-Osterweiterung, zu der ja die Ukraine letztendlich auch dazugehören will, das ist ja auch der eigentliche Krieg, der hat mit der Ukraine wenig zu tun, dass das eine Zusage war, dass die NATO das nicht tut, mit den 2+4 Verhandlungen. All das müsste man doch öffentlich diskutieren können, um in Ruhe einzuschätzen, nee, das hat damit trotzdem nichts zu tun oder dass Russland hat trotzdem keinen Grund oder ist trotzdem keine Rechtfertigung einzumarschieren, auch wenn alle Versprechen gebrochen wurden, alle Vereinbarungen gebrochen wurden. Also völlig im Widerspruch zu der Behauptung, Russland hätte nie verhandelt, ist nicht vertragstreu, ist nicht vertragsbereit. Genau das Gegenteil ist der Fall. Aber das müsste man öffentlich diskutieren. Aber sagen Sie mir eine Veranstaltung im öffentlich-rechtlichen Fernsehen, einschließlich der privaten, wo genau das, was ich gerade sage, und das ist ungefähr 1% von dem, was man sagen könnte, wo das diskutiert wird. Ja, es findet statt. Ja, wenn dann so als, wie nennt man das, so Feigenblatt-Argument, so wie so vielleicht mal drei Sätze von einem Experten, der dann vielleicht auch mal was pro Putin sagt, aber klar, also auf jeden Fall nicht in der Tagesschau und auch in keinem Monitor und ja, also vielleicht zu 99,9% findet es nicht statt, aber vielleicht fällt mal hier und da ein Satz in der Richtung. Ja, aber ich meine jetzt,
Natürlich, Sie können es natürlich nicht vermeiden, ne? Aber es gibt, ich habe einen längeren Text dazu geschrieben, die Ulrike Gero, die in eine Talkshow eingeladen war, wo sechs Leute, also fünf Leute den Krieg begründet haben, und sie als Sozialwissenschaftlerin, die hat auch ein Buch rausgebracht, hat einzig und allein erklärt, dass man doch verhandeln müsste. Die sind über diese Frau hergefallen, also man kann sich das anschauen, wer sich da ein Bild machen möchte bei Lenz. Bei Markus Lanz, genau. Markus Lanz, ja, also wirklich ein Dokument von der Art und Weise, wie hier Presse- und Meinungsfreiheit gemeint und gelebt wird. Und Markus Lanz ist jetzt nicht der Allerschlimmste, aber man hat gesehen, allein die Tatsache, dass sie bestimmte Kriegsnarrative widersprochen hat, von wegen eben, naja, also Verhandlungen sind sinnlos, sind gescheitert, der Westen hat alles getan und jetzt müsse man eben zur Gewalt und zur Waffe greifen, dass das überhaupt nicht haltbar ist. Und die Frau wurde fertig gemacht, also bis hin von wegen Gedankenpolizei, ist verharmlosend, denn diese Frau ist Professorin in Bonn und jetzt haben sie es tatsächlich auch geschafft, dass die Unileitung sozusagen sich von ihr distanziert hat. Distanziert hat von einem Gedanken, das müssen Zuhörer, Zuhörerinnen sich mal vergegenwärtigen, dass man einfach nur sagt, naja, also die und die Sachen müsste man doch bedenken und warum soll es nicht möglich sein, einen Krieg zu vermeiden beziehungsweise zu beenden im Sinne von Verhandlungen. Jetzt abgesehen davon, dass fast kein Krieg beendet wurde, sozusagen rein militärisch. Ne? Also die Sendung, wo Professorin Ulrike Gero bei Markus Lanz am ZDF war, die lief Anfang Juni 2022, findet man auch noch in der ZDF-Mediathek. Und ja, weil Sie die Dame gerade ansprechen, ich war vor wenigen Wochen im Marx-Engels-Zentrum Berlin bei Andreas Wehr. Der hat früher unter anderem für die Vereinte Europäische Linke in Brüssel gearbeitet. Und ja, da habe ich auch auf Frau Gero hingewiesen. Er war nicht, also er ist, wie soll ich das ausdrücken? Also er ist jetzt kein großer Fan von ihr, weil sie ein paar andere Bücher geschrieben hat, wo er nicht so d'accord war mit. Aber er meinte, ja, das war einmal eine der wenigen Stimmen, so wer die wenigstens mal die Möglichkeit von Diplomatie in den Raum stellen, jetzt in Bezug auf den Ukraine-Krieg. Und das kritisiere ich persönlich auch schon seit Monaten, dass wir eigentlich nur so gut wie Waffenforderungen aus der Bundespolitik hören. Aber ich meine, wir waren noch mal als Bundesrepublik Deutschland auch ein Vermittlerstaat, ein neutraler Staat. Wir haben die KSZE, OSZE-Prozesse mit angestoßen. Wir waren auch im Kalten Krieg immer wieder Vermittler für Frieden. Wir waren in vielen Konflikten, wurde Deutschland als verlässlicher Partner, der mit beiden Seiten sprechen kann, wahrgenommen. Und jetzt scheint das alles wie verpufft, oder Herr Wetzel? Naja, also das, was Sie da so lobend erwähnen und was die Nachkriegshistorie Deutschlands so, naja, in einem gewissen Glanz erscheinen lassen könnte, würde ich eine ganz prominente Stimme erwähnen, die Ihnen absolut widersprechen würde, nämlich Herrn Klingbeil, Generalsekretär der SPD, also irgendwie was ziemlich weit oben. Der hat in einem Grundsatzreferat für die SPD formuliert, also erleichtert, glücklich, 80 Jahre Zurückhaltung sind endlich vorbei. Das müssen Sie sich auf der Zunge oder all unsere Hörer, Hörerinnen auf der Zunge zergehen lassen. Das, was mit Willy Brandt und mit Entspannungspolitik und, keine direkte Kriegsbeteiligung, sind wir vorsichtig. Wenn wir die ganze Geschichte durchgehen, dann ist das auch selbst eine Legende, aber eben weitgehendste Zurückhaltung. Das beschreibt ein sehr kluger Generalsekretär Klingbeil, beschreibt es in einem Grundsatzreferat als 80 Jahre Zurückhaltung. Und jetzt würde ich die Hörer und Hörerinnen kurz bitten, Mathematik aufzuschlagen. Mhm. Was heißt das, wenn man 80 Jahre zurückgeht vom Jahr 2022? Die Ersten dürfen sich melden. 1942. 42, ja.
Und wo war Deutschland 1942? Mitten im Zweiten Weltkrieg. Genau, die Stadt Stalingrad. Das war schon Stalingrad, genau, ja. 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 Jetzt muss man sich das überlegen. Also wer die deutsche Geschichte ein bisschen kennt, ne? Also Stalingrad war quasi der Wendepunkt. Ab da war klar, dass der Wahnsinn vom tausendjährigen Reich im Schnee, im Frieren, im Winter geplatzt ist. Ein sozialdemokratischer Generalsekretär stellt sich hin, 80 Jahre später, und beschreibt all das, was danach passiert ist, sozusagen mit frohem Herzen, endlich sind diese 80 Jahre Zurückhaltung vorbei. Dann lernt man vielleicht auch das, was Sie erwähnt haben, mit Entspannungspolitik, möglichst keine direkten Kriegsbeteiligung, Diplomatie, lernt man auch anders einzuschätzen. Übrigens hat Joschka Fischer den Weg zur Militarisierung, den Weg nochmal Richtung Stalingrad, hat er schon vor 10 Jahren genau beschrieben. Deutschland betreibt eine Salamitaktik, das fängt mit Sanitätskompanien an, die man dann in Kambodscha stationiert, das fängt mit Brunnenbauen, geht es weiter. Und es ist völlig klar, es geht darum, wieder das zu tun, was alle imperialen Mächte auch machen, nämlich Krieg führen. Auch, also könnte man auch Fakten checken, Joschka Fischers ganz geniale Aussage, Mitte der 90er Jahre bereits. Die Bundesregierung betreibt eine Salamitaktik, das fängt mit Sanitätskompanien an, geht über Brunnen bauen und endet, ja, vielleicht nicht direkt vor Stalingrad. Soweit der Journalist und Buchautor Wolf Wetzel. Was der NSU-Skandal mit Orwell zu tun hat, versucht mein Kollege Alexander Boos im zweiten Teil des Interviews mit Wetzel herauszuarbeiten. Okay, und vielleicht um nochmal die Brücke zum Buch 1984 von Orwell zu schlagen. All das, in all dem erkennen Sie, Herr Wetzel, schon Tendenzen, wie es der Roman beschrieben hat? In all dem, was Sie gerade erzählt haben, berichtet haben? Ja, also mehr als Tendenzen. Also ich würde sagen, manche Sachen konnte sich George Orwell gar nicht vorstellen. Also nur mal ein Stichpunkt. Bei Orwell wurde sozusagen alle Überwachungsmöglichkeiten wurden vom Staat installiert, in Anführungszeichen heimlich, nur zum Teil illegal, wie auch immer. Die meiste Software zur Überwachung, die bezahlen wir heute selbst. Also übers Handy, über Notebook, über all die Kommunikationssysteme, die uns nicht gehören. Also wir bezahlen sie, aber sie gehören uns nicht. Und sozusagen die Überwachung ist eingebaut. Also egal, ob man jetzt das Notebook nimmt oder das Handy. Daran hätte Orwell im Traum nicht gedacht. Das andere, weil wir das ja hatten mit Ulrike Gero, also eine sozialdemokratische Sozialwissenschaftlerin, die wirklich einfach, ich würde sagen, in der sozialdemokratischen Tradition sich bewegt, die dermaßen zur Sau zu machen in aller Öffentlichkeit, zu diskreditieren, ihren Ruf zu schädigen und auch aufzufordern, dass sie ihre Professur in Bonn verlieren muss. Das ist schon unterirdisch, wenn man sagen würde, naja, die Frau Gerhardt fordert auf, dass wir Widerstand leisten, ne? Dass wir alles tun, dass keine Waffen in die Ukraine geschickt werden und dass wir das mit aller Entschiedenheit und Militanz tun müssen und dass wir die Regierung stürzen müssen, dann könnte ich mir vorstellen, dass das irgendwie Konsequenzen haben sollte oder müsste. Aber Frau Gerhardt macht nichts anderes, als in ganz normalen Selbstverständlichkeit ins Gespräch zu bringen, wie ein Krieg zustande kam und wie man einen Krieg beenden kann. Also im Prinzip ein ganz normales historisches Wissen, was hier in aller Öffentlichkeit verbrannt wird. Sie hatten gerade schon die Grünen angesprochen. Müssen wir noch über Außenministerin Frau Baerbock sprechen oder haben Sie da alles gesagt, Herr Wetzel? Das ist jetzt für die Hörer und Hörerinnen wichtig, weil ich glaube, das hätte George Orwell nicht besser formulieren können. Ich mache ein Zitat, das ist original, also DPA kann das ruhig checken.
Wenn wir es zulassen, dass ein großes Land ein kleines Land tyrannisiert, dann gibt es kein Halten mehr. Dann kommt es zur Freiwildjagd. Nicht nur in Europa, sondern in der ganzen Welt. Und die Auswirkungen werden auch hier und weltweit zu spüren sein. Ich meine, das hat doch, also es verdient doch ein Orwell 3.0, dieser Satz. Jetzt muss man wissen, ne, wie viele Länder, die klein waren, von großen Ländern überfallen wurden, seit 1945, also mit Angriffskriegen, und wer sie geschützt und gedeckt hat. Dann könnten wir nochmal die Frau Baerbock dazu befragen, wie sie das meint. Letzte Frage zu George Orwells 1984, Herr Wetzel. Ich hatte kürzlich in einem alternativen Medium folgenden Satz gelesen. Science Fiction ist ein gutes Mittel, um aufzuzeigen, wohin totalitäre Methoden in letzter Konsequenz führen können. Und gerade die dystopischen Geschichten finden selten ein gutes Ende. Ich versuche es trotzdem mal ins Positive zu drehen. Was können denn wir als Gesellschaft und als Einzelner tun, um den Orwellschen Staat doch noch zurückzudrängen oder gar direkt zu verhindern? Naja, ich meine, gut, das Erste wäre natürlich, worüber wir jetzt diese kurze Zeit gesprochen haben, eigentlich dieses Wissen, das unterschlagen wird, was zugedeckt wird, was in keiner öffentlichen Diskussion vorkommen darf, also bis auf die 0,1 oder 1%, die ja eher dann dazu da sind, um vorgeführt zu werden, um dieser Person deutlich zu machen, dass es ihr letzter Auftritt war. Diese Diskussion öffentlich zu führen, und zwar nicht in dem Wissen oder Glauben, wir wissen jetzt alles zu dem Ukraine-Krieg, sondern indem man das überhaupt mal aushält, das zusammenzutragen. Also eine wirklich offene Diskussion zu führen und dafür selbst alle Möglichkeiten in die Waagschale zu werfen, das wäre das eine. Und das zweite, glaube ich, ist ein viel schwierigeres Problem, aber ich glaube, zumindest aus den Milieus, aus denen ich komme, die Frage natürlich, wo leben wir? In welchem Land leben wir? Mit was haben wir uns abgefunden? Und ist vielleicht der Krieg, den Deutschland mitführt, also Herr Lauterbach hat sich ja versprochen oder hat die Wahrheit gesagt, ist dann zurückgepfiffen worden, dass wir im Krieg mit Putin sind, warum so viele, die eigentlich dieses historische Wissen haben, wie Kriege anfangen, für wen Kriege geführt werden, warum sie das vergessen heute. Also, und damit meine ich natürlich auch relativ viele Linke. Und sich zu fragen, naja, vielleicht hat man sich schon längst sozusagen mit dem Kapitalismus, mit dem, was hier ist, vor dem Krieg abgefunden. Und es ist im Prinzip sozusagen eine Schutzfunktion, weil lieber nimmt man das hin, als zu hinterfragen, wie es zu diesem Krieg kommt, weil dann müsste man ja auch die Verhältnisse befragen. Und ich hatte ja mal in einem Text sozusagen den Vorschlag gemacht, es würde doch vollkommen reichen, wenn wir dem mit Krieg und mit Tod und mit Mord und Ausbeutung nichts zu tun haben wollen, wenn wir sagen würden, wir fordern die Einhaltung der 2+4 Vereinbarung, die besagten, dass die NATO dort bleibt, wo sie 1989-90 war und im Gegenzug die Sowjetunion ja all ihre Truppen und Atomwaffen aus den ehemaligen Sowjetrepubliken abgezogen hat. Wenn man das alleine in die Diskussion werfen würde, als kleines bescheidenes Ziel zurück zu den Vereinbarungen auf dem Boden der angeblich normenbasierten Weltordnung, dann würde man erleben, wie hier der Teufel los ist. Ja, erstmal vielen Dank an dieser Stelle, Herr Wetzel. So, jetzt versuchen wir mal, diesen ganzen Exkurs zu Überwachungsstaat Big Brother und George Orwell mal auf den NSU-Komplex, auf den NSU-Skandal, wie Sie sagen, mal zu projizieren, mal zu gucken, wo wir hier den Überwachungsstaat am Werk sehen. Beim NSU-Skandal gab es ja jetzt nach 11 Jahren oder gab es jetzt 11 Jahre danach in den letzten Wochen einige Bewegungen.
Da hatte ja der, ich sag mal so, umstrittene Satiriker Jan Böhmermann eigentlich oder angeblich zuvor unter Verschluss gehaltene NSU-Akten aus Hessen an die Öffentlichkeit geleakt sozusagen, in einer Sendung dann öffentlich gemacht. Ich glaube, Sie sind auch aus Hessen, Herr Wetzel. Wie bewerten Sie diesen Vorgang grundsätzlich? Kamen durch die Akten neue Erkenntnisse ans Tageslicht oder war das Ganze eine Art Show? Ich würde sagen, dass es deswegen glaube ich auch, dass es gut ist, das zu verbinden, obwohl viele wahrscheinlich auch Hörer und Hörerinnen sagen, was hat das eine Krieg mit Orwell und dann NSU zu tun? Es hat sehr viel damit zu tun, wenn man dran denkt. Also schon allein nur diese Brücke würde zu viel Gedankenspielen und Schlussfolgerungen führen. Der NSU wurde 10 Jahre kannte niemand, die Polizei nicht, die Politik nicht, die Geheimdienste nicht. Und ein braunen Untergrund gab es nicht, wurde dezidiert erklärt. In der Ukraine passiert genau dasselbe. Ne? In Deutschland kennt man in der Ukraine nur freiheitsliebende Menschen, aber zum Beispiel die Azov-Brigade, die mit faschistischen Symbolen nur so um sich wirft und die eine postfaschistische Struktur sind, die verschwindet im Nichts und jetzt sind es alles nur freiheitsliebende Menschen. Das ist sozusagen der ganz große historische Hintergrund. Wenn man das, was Sie erwähnt haben, Jan Böhmermann, ein bekannter Entertainer ist es, glaube ich, aber manchmal eben auch komisch, der sozusagen diesen Prüfbericht zu NSU-Strukturen in Hessen, den gab es 2013/14, wurde der angeordnet vom Innenministerium. Der wurde, und jetzt wird es Orwellsches, wurde bis 2031 für geheim erklärt, weil der Staat, das Land, die Welt und vor allem natürlich die Landesregierung sozusagen ihr eigenes Wohlergehen in Gefahr sahen. Der ist jetzt geleakt worden. Jetzt müsste man ja sagen, wenn man halbwegs bei Trost ist, jetzt müsste die Welt zusammenbrechen. Ne? Also ein Prüfbericht, der die Strukturen des NSU in Hessen aufdecken soll, beziehungsweise klären soll, was da passiert ist, gefährdet das Wohl des Landes und die Staatssicherheit etc. Jetzt ist er geleakt worden, jetzt erwarte ich den Zusammenbruch. Also ich lebe jetzt so in Hessen, ich habe noch nichts gemerkt. Gut, dann werden wir jetzt der nächsten Frage nachgehen, was steht drin? Nichts. Ja, das hatte ich schon in einem Ihrer Texte gelesen, da steht nichts wirklich Neues drin, wurde auch einiges geschwärzt, ich glaube auch vom Böhmermann-Team selber sogar. Ja, genau. Aber er hat selbst auch noch geschwärzt, also erstens ist der Bericht selbst geschwärzt, selbst getuned. Dann hat Jan Böhmermann irgendwie das noch zusätzlich ins Absurde übertrieben. Und dann kann man eigentlich dann nur sagen, naja, Moment mal, also selbst das Ungeschwärzte oder wenn man das Geschwärzte noch dazu nimmt, naja, vielleicht mal nachdenken. Und ich glaube, das gehört auch zu dieser Zeit. Ich muss jetzt nicht sozusagen jeden Weg nachgehen und an jedem Punkt zum richtigen Ergebnis kommen. Aber ich muss mich auch fragen, wenn das Landesamt für Verfassungsschutz prüfen soll, ob sie alles richtig gemacht haben, dann ist das doch ein bisschen problematisch, ne? Also, es ist absurd. Also, wenn die eigene Behörde belegen soll, dass sie alles richtig oder falsch gemacht hat, dann kann man wissen, was bei diesem Prüfbericht rausgekommen ist. Jetzt gibt es aber, und deswegen ist es dann doch markant, weil manchmal übertreiben das die Leute wie Jan Böhmermann oder Entertainer oder öffentlich-rechtliches Fernsehen sozusagen mit den Fake News und mit dem Legen von falschen Pferden. Der Bericht selbst kann nicht die letzte Version sein. Also ein Kollege von mir, Thomas Moser, ist das alles durchgegangen
und stellte fest, dass ein Name, der sehr wichtig ist, Stefan Ernst, der wurde als Mörder von Walter Lübcke verurteilt, taucht in dem Bericht, also Mörder von Walter Lübcke 2019, taucht in dem Bericht von 2013 beziehungsweise 2014 bereits auf. Also schon mal einmal, dieser Punkt ist natürlich wichtig. Warum taucht ein Neonazi einer aus der Kaderstruktur bereits in den Prüfberichten auf? Und jetzt wird spannend, wie er verschwindet beziehungsweise wieder auftaucht. In der ersten Version 2013 taucht der Name von Stefan Ernst 11-mal auf. In der zweiten Version, also die dann auch die Parlamentarier bekommen haben, verschwindet Stefan Ernst. Also so viel nur zur Aufarbeitung im Kampf gegen den Neonazismus hier in Deutschland von deutschen Behörden. Also dann weiß man ungefähr, wie man das in der Ukraine machen muss. Jetzt in dieser Version, die Jan Böhnermann angeblich vorlegt oder vorgelegt hat, taucht der Name wieder 5-mal auf. Auch da lohnt sich sozusagen nachzudenken. Also es kann nicht die zweite Version sein, weil da tauchte gar kein Name auf von Stefan Ernst. Die erste kann es auch nicht sein, 11. Es ist eine dritte Version. Also deswegen sage ich auch, er hat nachweislich, und gut, ich habe ja den Text auch veröffentlicht, ich bin gern für eine juristische Auseinandersetzung jenseits von Facebook bereit. Er hat keine Version veröffentlicht, die etwas mit der zweiten Version zu tun hat, sondern er hat im Prinzip in Anführungszeichen eine neue Version veröffentlicht, die ganz bestimmten Interessen dient. Und jetzt sage ich noch was dazu: Er hat es nicht irgendwo im Briefkasten gefunden, sondern dieses Dokument, das er veröffentlicht hat, wäre ohne amtlichen Segen nicht bei ihm auf dem Schreibtisch gelandet. Also Sie vermuten das jetzt nicht nur in abtrünniger Mitarbeiter, sondern auch die Behörde selber, der Staat selber, das abgesegnet hat bei Böhmermann mit der Veröffentlichung der angeblich geheimen NSU-Akten? Ja, und zwar, also ich fände das naheliegender. Und zwar gibt's natürlich einen ganz entscheidenden Grund, der in der Öffentlichkeit, also das so viel zur Gedankenpolizei, natürlich auch nicht nachgegangen wird, obwohl das offensichtlich ist. Also in der Zeit, wo der NSU noch aktiv war oder der uns bekannte NSU aktiv war und wo man die Strukturen durchleuchtet hat, taucht ein Mann wie Stefan Ernst, Neonazi, sehr oft in den Verfassungsschutzakten auf. Er ist auch sehr aktiv, auch in clandestinen Strukturen. Dieser Mann ist angeblich vom Schirm gerutscht, also flotte Formulierung. Das heißt, der Verfassungsschutz hat entweder irgendwie war im anderen Schlafwagenabteil oder hatten keine Lust mehr auf Stefan Ernst. Er hätte sich abgekühlt, hieß es. Gut, ich weiß nicht, wie nah sie an Stefan Ernst dran waren, um seine Temperatur zu messen. Angeblich soll er sich privatisiert haben. Diese Privatisierung führte 2019 zum Mord an dem Regierungsdirektor in Kassel, Walter Lübcke. Jetzt frage ich Sie und die Hörer und Hörerinnen, was passiert in einer Behörde, die dem der Verfassungsschutz unterstellt und der Kampf gegen den Neonazismus? Wenn diese Behörde von dieser Person und von den Gruppierungen, in denen er sich bewegt, weiß, V-Leute drin hat. Was bedeutet es, wenn dieser Mann dann nicht Migranten umlegt, sondern Regierungsdirektor, der in der CDU ist? Was passiert dann? Dann ist der Teufel los. Ja, eigentlich schon. Also ich finde es jetzt naheliegend, sagen wir aus dem schlichten Motiv des Eigenschutzes. Und wer will als Ministerpräsident, CDU-Ministerpräsident, Volker Bouffier, ne? Volker Bouffier? Ja, Volker Bouffier wäre auch eine ganz gute Adresse, ne? Wer möchte da in Ruhe ins Bett gehen, in dem Wissen, dass sein Verfassungsschutz, der ihm unterstellt,
feststellt, dass Leute, die bei Combat 18, also in neonazistischen bewaffneten Strukturen aktiv sind, dass die vom Schirm rutschen und später stehen die vor meinem Bett. Da also passiert etwas. Dann, also normalerweise würde ich davon ausgehen, dass der Staat alle Hebel in Bewegung setzt, um dieses Individuum dingfest zu machen. Oder anderweitig auszuschalten. Ja. Also jetzt nicht zu eliminieren, aber strafrechtlich zu belangen, ne, zu stoppen. Genau. Die Struktur natürlich, die es möglich machen, weil Stefan Ernst ist in Combat 18 Strukturen aktiv gewesen. Das weiß der Verfassungsschutz auch heute noch. Und Combat 18 gibt es seit 20 Jahren, also im Prinzip sozusagen nichts anderes als der NSU, nur schon viel länger aktiv und selbst vom Verfassungsschutz infiltriert. Das ist alles sozusagen nicht ganz problematisch, ne, wenn es neuen Migranten trifft. Dann bedauert man das und geht zur Tagesordnung über. Aber wenn das ein Regierungsdirektor von der CDU trifft, und das versuche ich auch Leuten klarzumachen, ne, in welchem Kontext jetzt diese plötzliche Veröffentlichung des Prüfberichts zum NSU in Hessen ist, dann ist es natürlich auch ein klarer Wink an diejenigen, die zu diesem Mord, zu den Möglichkeiten dieses Mordes beigetragen haben. Und die sind amtlich. Sagt der Investigativjournalist Wolf Wetzel zum Orwellschen Überwachungsstaat und zum NSU-Komplex. Mit ihm sprach mein Kollege Alexander Boos. Hier im Programm von Mega Radio Aktuell geht es jetzt weiter mit den Nachrichten und danach hören wir uns wieder zur zweiten Stunde, in der Sie weitere spannende Interviews erwarten. Bleiben Sie dran. Hier ist Mega Radio mit Mega Radio Aktuell. Neues Thema. Nachdem der TV-Komiker Jan Böhmermann angeblich zuvor geheime, unter Verschluss gehaltene Akten zum NSU-Komplex der hessischen Landesregierung Ende Oktober veröffentlicht hatte, stehen die Morde und Straftaten des nationalsozialistischen Untergrunds wieder vermehrt im Fokus. Doch für den Investigativjournalisten Wolf Wetzel ist vieles daran immer noch undurchsichtig, unklar, zweifelhaft und fragwürdig. Im zweiten Teil des Gesprächs mit meinem Kollegen Alexander Boos schildert Wetzel, warum er denkt, dass der Staat über Geheimdienste und V-Männer tief darin verstrickt ist. Auch die CDU in Hessen, die für ihn sehr weit rechts steht, stelle dabei einen wichtigen Akteur dar. Herr Wetzel, Sie schrieben für die Nachdenkseiten in einem anderen Beitrag, je nach Opportunität und politischen Umständen lässt man NSU-Akten mal verschwinden, mal wieder auftauchen. Zum Beispiel war in einer ersten Version eines NSU-Berichts der Name Stefan Ernst an 11 Stellen vorgekommen. Dann in der finalen Abschlussversion an keiner Stelle, in der Böhmermann-Version taucht er jetzt 5-mal auf. Also dienen diese Akten auch frei nach George Orwell so als bisschen so als Lockmittel oder als, ne, also ich werf mal ein Häppchen hin, zieh's dann wieder weg. Ja? So ein bisschen wie die Karotte vom Esel, sag ich mal. Die Karotte vom Esel. Ja, naja, das rate ich ja immer, weil immer Leute denken, naja, also wenn man gegen den Verfassungsschutz ist oder gegen die Polizei, wobei ich ja ausdrücklich die SOKO in Kassel lobe, was mir hoffentlich irgendwann mal angerechnet wird. Die hat ausgezeichnete Arbeit gemacht, denn sie war auf einer absolut richtigen und was polizeiliche Ermittlungstätigkeit angeht, richtige Spur. Und haben Andreas Temme, den Verfassungsschutzmitarbeiter in Kassel, als Hauptverdächtigen verfolgt. Also wenn man das weiß, was dort gewusst wurde, was plötzlich in den Akten verschwinden muss, was als Beweismittel verschwinden muss, dann kann man sagen, naja, natürlich ist der Mord in Kassel 2006 in Verbindung mit dem Mord in Kassel 2019 an Walter Lübcke natürlich ein Eldorado für dieses Spiel, das Sie gerade beschrieben haben. Verschwinden lassen, auftauchen, verschwinden lassen, leugnen, vom Schirm rutschen, wieder auf dem Schirm haben. Eine Serie, eine systematische Form von Spuren legen, Spuren verwischen und das jetzt nicht in einem Sinne von einem Versehen, sondern in einem Sinne von einem systematischen Vorgehen. Denn, und das ist jetzt meine Lesart, warum wird dieser Prüfbericht
der sozusagen völlig neu erfunden wurde, in Anführungszeichen. Warum wird er jetzt veröffentlicht? Naja, und dann mit den Namen, ne? Wie wir gerade erwähnt haben, Stefan Ernst, es taucht auch Andreas Temmer auf, es taucht auch das möchte ich noch erwähnen, naja, ganz nicht geschwärzt, dass es ganz viele Waffen in Hessen gab, dass der Verfassungsschutz wusste, wo Schießübungen stattfinden, im In- und Ausland, wie viele Waffen in Hessen kursieren. Und wenn man Verfassungsschutzmitarbeiter in dieser Zeit war und sozusagen das damals ja auch mitbetreut hat, dann weiß man natürlich auch diesen Link zu verstehen, ne? Also sprich, der Verfassungsschutz wusste von endlos vielen Waffen, von Schießübungen, einschließlich auch in Kassel. Andreas Temme war begeisterter Sportschütze. Stefan Ernst wurde das Schießen beigebracht am Schießstand. Interessanterweise wird der Schießstand ist geschwärzt in diesem Bericht, den Jan Böhnermann veröffentlicht. Und ich würde, so wie Sie das sagen, ich würde es als einen Link verstehen in Richtung dieser Beamten, dass sie jetzt ja die Füße stillhalten sollen. Sie sollen auch mit der Zurückversetzung oder sie kriegen einen schönen Posten irgendwo zufrieden sein. Es gibt auch einen neuen Verfassungsschutzpräsidenten. Und die, die sich jetzt zurückgesetzt fühlen, wird signalisiert, das hat seine Gründe und wir wollen hier ja jetzt nicht alle Karten auf den Tisch legen. Also halt die Füße still und seid froh mit der Pensionierung etc. Es ist für mich ein eindeutiger Wink an diejenigen, die durch ihre Arbeit und Nichtarbeit den Mord an Walter Lübcke mit ermöglicht haben. Um es vielleicht noch mal ein bisschen greifbarer für unsere Hörerschaft zu machen, was kritisieren Sie denn generell am NSU-Komplex? Ihre These ist ja, dass der Staat da ordentlich mitmischt, über V-Männer vielleicht sogar geheimdienstlich noch eine ganz andere Agenda führt, dass auch viele Morde, die geschehen waren, gar keine NSU-Morde waren, sondern auch vielleicht entweder dem geheimdienstlichen Milieu oder auch vielleicht dem kriminellen Clan-Milieu zugeschrieben wurde, aber da wurde eben alles so in einen Topf geworfen sozusagen. Schildern Sie es bitte mal. Sie sind der Experte, Herr Wetzel. Ja, das ist gut, das ist jetzt nicht ganz so einfach, aber jetzt erstmal prinzipiell nur, dass man sozusagen diese rechte Flanke abschließt und der nicht folgt. Ich glaube ganz und gar nicht, oder ich bin ganz fest davon überzeugt, dass der NSU sozusagen jetzt kein geheimdienstliches Kommando ist, sozusagen der Geheimdienst hat die NSU erfunden und die machen dann irgendwas und dann werden die abgeschaltet etc. Ja, das halte ich für eine absolute Verharmlosung, weil es gibt Neonazismus und Neofaschismus auch ohne den Geheimdienst. Das habe ich ja auch versucht in meinem Buch zu erklären. Klar, es gab in keinem Land in Europa so eine Deckung der Nazis nach 1945 wie in Deutschland. Alle, die überlebt haben, haben weitergemacht. Einschließlich Leute, die dann am Schluss in den Geheimdiensten oberste Funktion eingenommen haben. Ja. Von daher finde ich das falsch. Ich glaube eher, also um es für Zuhörer nur mal als Diskussion spannend zu machen, das dann selbst zu verfolgen. Ich glaube nicht, dass der Verfassungsschutz jetzt dezidiert pro-faschistisch ist oder sozusagen im Wesentlichen von diesem rassistischen Motiv bestimmt ist. Ich glaube eher, dass sie ein ganz operatives Verhältnis haben dazu. Das heißt also Neonazis, die Linke terrorisieren, Linke in Atem halten, das ist gut. Sicherlich gibt es auch Beamte beim Verfassungsschutz und bei der Polizei, die mit rassistischen Ideologien sympathisieren, aber ich glaube nicht, dass das Entscheidende ist. Man will natürlich einfach wissen, wozu sind diese Strukturen in der Lage, mit wem stehen sie in Verbindung, also auch mit ausländischen neonazistischen Gruppierungen. Also da wären wir dann wieder in der Ukraine. Welche Verbindungen gibt es zur Ukraine, nach Polen, nach Kroatien etc., nach England? Ausgezeichnete Verbindung übrigens, also unter den neonazistischen Gruppierungen. Das will man wissen. Und
Es gibt natürlich auch jetzt sozusagen dieses historische Wissen. Naja, man weiß natürlich nie, was in den nächsten 15, 15 Jahren passiert, ob die Krise, in der wir leben, ob die sich nach rechts auflöst, also in Richtung von einer postfaschistischen Lösung. Also nehmen wir mal AfD an, die AfD gewinnt, wird immer stärker, der profaschistische Flügel wird noch stärker, die kriegerischen Auseinandersetzungen noch heftiger, dann möchte man quasi auch da sozusagen Optionen haben, um damit im Spiel zu sein. Das wäre für mich eigentlich die glaubhafteste Variante, weil ich hatte das ja in mehreren Texten erwähnt, naja, in Kassel, als es diesen Mord gab, da hat die Polizei eigentlich ausgezeichnete Arbeit gemacht, hatte den Verfassungsschutzmitarbeiter als Hauptverdächtigen gehabt. Nur dann gab es sozusagen höhere Stellen, die ihn gedeckt haben, was auch offiziell so gesagt wurde. Ne? Er hat einen Stein im Brett, der Verfassungsschutzmitarbeiter. Und jetzt wäre es eine ganz eigene Diskussion, das einzuordnen und zu sagen, wo steht man dann, welches Verhältnis haben die Polizei, das Innenministerium, die Geheimdienste zur NSU oder zu Kompat Aidin, das müsste man dann wirklich in den je einzelnen Details diskutieren. Da überlege ich gerade, welche Frage ich als nächste stelle. Ja, machen wir damit weiter. Die frühere Bundesjustizministerin Sabine Leuthäuser-Schnarrenberger von der FDP hatte es für richtig gehalten, dass Böhmermann die Akten, die NSU-Akten aus Hessen nun öffentlich zugänglich gemacht hatte. Also ich gebe jetzt mal einen persönlichen Kommentar, Herr Wetzel. Also ich fühle mich immer mehr wie in einer Monty Python-Welt. Ja, also dass eine Ministerin egal wie Böhmermann sich selber sieht, für einen politisch doch eher unbedeutenden Fernsehkomiker lobt, dass er zuvor unter Verschluss gehaltene Akten freigibt. Dafür hätte es vor 20, 30 Jahren eine Debatte gegen Böhmermann gegeben, eventuell auch juristische Schritte. Also. Ja, klar. Also ja, aber sagen Sie mal, ja? Dann stelle ich die Frage danach weiter. Nein, weil das ist schon die richtige Fährte. Also genau das hat mich, bevor ich die Details kannte, habe ich gedacht, also wenn jetzt die Bundesrepublik zusammenbricht, weil die Staatssicherheit ist gefährdet, das Wohl des Landes, der Regierung und so weiter. Und dann ist der Protest, dass sowas geleakt wird, so lau. Und selbst, was ist das, Justizministerin, ne? Sagt, oh, prima, de facto. Dann stinkt was zum Himmel, weil dann ist es gewollt. Und natürlich würde ich sagen, also die SPD wird es natürlich genutzt haben, um zu sagen, so kann das mit dem Verfassungsschutz in Hessen nicht weitergehen. Übrigens gehört der Verfassungsschutz in Hessen, also wie ja auch die CDU, die früher mal als Stahlhelm-Fraktion geehrt oder geachtet oder bezeichnet wurde, mit zu dem Rechtesten, was es in der CDU bundesweit gibt. Dementsprechend kann man sich auch vorstellen, wie der Verfassungsschutz aufgestellt ist, warum an Andreas Temme Vormannführer werden konnte, der dezidiert ein rassistisches Weltbild hat und Mein Kampf als Hauptlektüre im Bett oder am Bett oder unterm Bett. Dann kann ich mir eben dieses angeblich geleakte NSU-Dokument nur in der Hinsicht vorstellen, ne, zu sagen, Leute, haltet die Füße still, so geht es nicht, weil gestern war es Walter Lübcke von der CDU, vielleicht ist es morgen ein SPD-Ministerpräsident, ne, der ermordet werden kann, weil ihr, aus welchen Gründen auch immer, sind wir ganz vorsichtig, ja, da schlafen gegangen seid oder behauptet habt, die Person, die dafür verantwortlich ist, ja, die kannten wir, aber die hätten sich längst abgekühlt. Und die Reaktion von ihr deutet eindeutig hin, dieses Dokument sollte veröffentlicht werden und es sollte auch bestimmte Leute erreichen. Und ich glaube, der Protest gegen die NSU-Nichtaufklärung
der war nie in den 10 Jahren, und das kann ich relativ sicher sagen, war nie so groß, dass es einen Druck gegeben hätte, in Anführungszeichen, von der Straße. Der Druck, das zu veröffentlichen und das zu nutzen, der kam aus dem Staatsapparat selbst, aus dem Staatsinneren selbst. Lass mich mal bitte meine Frage zu Ende führen, Herr Wetzel. Dankeschön. Ja, Leuthäuser Schnarrenberger sagte, es sei offenkundig, dass es deutliche Defizite und Versagen innerhalb des Verfassungsschutzes gegeben habe, als es um die Aufklärung der NSU-Morde ging. Das hätten schon die Untersuchungsausschüsse gezeigt. Also finde ich interessant, dass eine ehemalige Regierungspolitikerin sagt, ja, die Untersuchungsausschüsse sind da schon mehr oder weniger auf dem richtigen Weg. Und genau das vieles eben bekannt ist, aber trotzdem politisch nichts passiert. Herr Wetzel, das kritisieren Sie ja schon seit Jahren. Und außerdem sagte die FDP-Politikerin, es gehöre zur Aufarbeitung des gesamten Komplexes dazu, aktengründlich zu prüfen. Sie forderte auch eine Art zentrale Auswertungsstelle. Wie schätzen Sie das ein mit den U-Ausschüssen und also zur Aufklärung generell? Naja, also die parlamentarischen Untersuchungsausschüsse, das ist sozusagen, wer sich jetzt nicht auskennt, ein bisschen ähnlich wie bei den Ermittlungsakten der Polizei. In den Ermittlungsakten der Polizei findet man meistens sehr viel. Viel mehr als das, was am Schluss rauskommt, weil das ist letztendlich politisch gewollt, was man an Beweisen und Belegen verwertet und was man für nicht relevant oder, wie sagt man heute modern, nicht zielführend ist. Man findet zu dem Mord in Kassel 2006 in Unterlagen, in polizeiinternen Unterlagen sehr viel, was absolut der These widersprechen müsste, dass die beiden NSU-Mitglieder, die uns ja bekannt gemacht wurden, den Mord begangen haben, beziehungsweise ihn selbst begangen haben. Sind wir mal ganz vorsichtig. Und sonst niemand, ja. Man findet in den polizeilichen Ermittlungsakten zu Eisenach, ne, wo dieselben beiden sich angeblich selbst umgebracht haben, in den polizeilichen Ermittlungsakten findet man sehr, sehr viel, was dem widerspricht. Das ist aber sozusagen, bleibt Geheimwissen, weil polizeiliche Ermittlungsakten werden einem ja nicht zugänglich gemacht, außer es passieren eben so Geschichten wie bei Eisenach, dass sie geleakt werden. Beim Parlamentarischen Untersuchungsausschuss ist es ähnlich, nur er ist öffentlich. Das heißt, das, was später verschwindet und nicht in die Auswertung einfließt, das kann man als Zuhörer wahrnehmen, ne? Und jetzt zum Beispiel Thomas Moos, ein Kollege von mir, der war bei sehr vielen parlamentarischen Untersuchungsausschüssen dabei und hat natürlich alles aufgeschrieben und sich gemerkt, was dort gefallen ist an Informationen, an Gesprächen, an Zeugenvernehmungen, auch wenn das am Schluss in dem Abschlussbericht nicht auftaucht. Aber dadurch hatten wir sehr viel Material, was uns wirklich dazu berechtigt zu sagen, die meisten Ergebnisse im Fall NSU, an welchen Tatorten auch immer, decken sich zum großen Teil nicht mit dem, was man wissen könnte oder was man auch weiß. Zum Teil, was Sie anfangs gesagt haben, ist es fraglich, ob das tatsächlich dem NSU zugeschrieben werden kann. Zum Teil ist fraglich, zum großen Teil meiner Meinung nach ist fraglich, ob das in Eisenach ein Selbstmord war. In den parlamentarischen Untersuchungsausschüssen ist das zum Teil ans Licht gekommen, weil man als Zuschauer, Zuschauerin das verfolgen kann. Und da würde ich schon sagen, ja, die parlamentarischen Untersuchungsausschüsse waren wichtig, unabhängig davon, dass die Ergebnisse meistens ernüchternd bis nichtssagend waren. Mit der Ausnahme der Thüringer Untersuchungsausschuss, der Untersuchungsausschuss in Thüringen, der hat ja auch festgestellt, als einer der einzigen im Abschlussbericht, der mehrheitsfähig sein muss, dass die Wahrscheinlichkeit also Selbstmordes in Eisenach, dass das sehr fragwürdig ist und die Rolle des Verfassungsschutzes mehr ist, als nur, dass sie nichts wussten und dass sie immer an der falschen Stelle irgendwie aufgepasst haben, dass nichts passiert. Von daher ist es schon richtig. Jetzt müsste man ja tatsächlich, wenn man den NSU-Komplex aufklären wollte
Und das meinte ich ja auch mit Blick auf den Prüfbericht. Natürlich wäre es notwendig, dass es eine unabhängige Kommission gibt, die also nicht von der Polizei, nicht vom Geheimdienst verfasst ist. Übrigens gibt es in bürgerlichen Ländern, also da braucht man kein sozialistisches Land, gibt es sowas. In England, aufgrund der ganz vielen Skandale, ist es geschafft worden, auch aufgrund der starken Proteste, auch gerade aus der schwarzen Bevölkerung, dass wenn es Polizeivorkommnisse gibt, die umstritten sind, dass es eine unabhängige Kommission gibt, die ihr eigenes Geld hat, ihre eigene Ermittlungen nicht weisungsgebunden sind. Das wäre die Grundbedingung, um tatsächlich das aufzuklären, was in dem NSU-VS-Komplex passiert ist. Und ich würde sagen, über 60% ist bis heute nicht aufgedeckt. Zu Thüringen kommen wir gleich noch. Bleiben wir noch mal in Hessen, Ihrem Bundesland, Herr Wetzel. Da stand ja kurz nach der Böhmermann-Veröffentlichung der NSU-Akten der ehemalige hessische Verfassungsschutzpräsident Roland Desch, heutiger Fraktionschef der CDU, stark unter Druck. Da wurden Rücktrittsforderungen laut. Ich muss gestehen, ich habe die Fall seit unserer Interviewanbahnung nicht mehr verfolgt. Wie ist der Stand und welche Rolle spielt Desch? Oder ist das im Vergleich zu Bouvier nur eine untergeordnete Figur in der Geschichte? Naja, wahrscheinlich, also würde ich sagen, dieser Wechsel an der Spitze hat natürlich was damit zu tun. Also ich glaube jetzt nicht, dass das, man muss ja immer natürlich auch davon ausgehen, klar, es sind Gefälligkeiten, also die jeweilige Partei, die den größten Zugriff hat und in der Regierung sozusagen das Sagen, dass sie natürlich auch entsprechend die Positionen verteilt, ne, und die Loyalitäten. Ich würde aber an dem Punkt tatsächlich sagen, dass eine CDU, die hier in Hessen an der Regierung ist, dass sie schon ein gewisses eigenes Interesse hat, dass nicht ihre eigenen Leute erschossen werden. Sorry, wenn ich lache, ja. Aber das ist wirklich, also es ist todernst, aber ich verstehe Ihren Humor und das ist auch faktenreich, aber ich musste gerade lachen, das verzeihen Sie mir, aber. Ist nicht schlimm. Nein, es ist, also man muss es ja so krass formulieren, um zu verstehen, ja natürlich, selbst die CDU hier in Hessen und wer die CDU in Hessen seit den 70er Jahren kennt, gehört mit zu dem Rechtesten, was es in der CDU bundesweit gibt. Da weiß man nicht irgendwie, wer Nazi war, noch Nazi ist oder Nazi wird. Diese Grenzen sind schwimmend, deswegen auch Stahlhelm-Fraktion. Aber ich glaube schon, dass der Mord an Walter Lübcke tatsächlich zu Konsequenzen geführt hat oder führen wird, nicht nur an der Spitze des Verfassungsschutzes, sondern auch im operativen Bereich. Denn all diejenigen, die Führungspositionen in der CDU in Hessen haben, die wollen abends und nachts gut schlafen. So wie angekündigt, Sie hatten es auch schon erwähnt, Thüringen. In Thüringen ist ja, sage ich jetzt auch mal, der umstrittene Stefan Kramer, Chef des dortigen Landesverfassungsschutzes in Thüringen. Der kritisierte im Gegensatz zur FDP-Politikerin, die wir schon gehört haben, der Herr Kramer, Chef vom Thüringer Verfassungsschutz, kritisierte deutlich die Veröffentlichung der NSU-Akten durch Böhmermann. Er sieht das auf jeden Fall anders als Frau Leuthäuser-Schnarrenberger. Das sagte er vor wenigen Wochen dem MDR, dem Mitteldeutschen Rundfunk. Bevor Sie antworten, ob Sie seine Sichtweise teilen oder es anders sehen, Herr Wetzel, noch mal ein paar kurze Worte zur Person Kramer. Der ist ja immer wieder eine gute Quelle, wenn es um Beiträge geht. Ja, es gibt keine Verschwörungstheorien und alles wird aus rassistischen Motiven gegeben. Er hat auch eine enge Kooperation mit der Antonio Amadeo Stiftung, die ja auch immer wieder, ich sage mal, ja immer wieder eine gewisse Agenda unterstellt wird. Wenn Sie vielleicht das noch mal kurz einschätzen und dann seine Kritik an der Böhmermann-Veröffentlichung vielleicht kurz einordnen könnten. Herr Kramer ist eine ausgezeichnete Adresse, also weil dann kriegt man mit, auch als Hörer und Hörerin, dann natürlich, wie komplexe Strukturen ineinander wirken und warum das einmal zu der Lösung oder zu der Antwort führt, und in einem anderen Fall, also, und warum es sehr verschiedene
Strukturen und Strömungen gibt, die man in dem NSU-VS-Komplex berücksichtigen muss und eben nicht nur, die sind alle rassistisch. Nein, in Kassel waren die Polizisten in der Soko Kaffee alles andere als rassistisch, ja, und haben alles andere als einen Kollegen wie Andreas Temme gedeckt, sondern sie haben ausgezeichnete Arbeit gemacht. Also ist es nur sozusagen eine Matrix, die man sich anschauen muss, welche Rolle spielt der Rassismus, und Herr Kramer ist eine andere Matrix, also eine andere politische Ebene, die ich aber extrem, auch für extrem wichtig halte, weil sie ja so fortschrittlich daherkommt. Ne? Herr Kramer wurde durch die Partei Die Linke, die in Thüringen die Mehrheit hat und den Ministerpräsidenten stellt, ist er avanciert worden. Genau, der hat die Amadeus-Stiftung an der Hand. Also jeder weiß sozusagen das Netzwerk, und die haben sich darauf eingeschworen, Verschwörungstheorien zu jagen, aufzudecken, zu jagen und weiß der Teufel was. Ich würde sagen, Herr Kramer, dem schlage ich das jetzt vor, wenn er es hört oder bestimmt ihm vielleicht zugespielt wird, seinen Ministerpräsidenten zu fragen, was Verschwörungstheorien angeht. Denn sein Ministerpräsident hat, bevor er Ministerpräsident wurde, in einem sehr ausführlichen Gespräch erklärt, dass Eisenach, also der angebliche Selbstmord in Eisenach, den die zwei NSU-Mitglieder begangen haben sollen, gemeinschaftlich und perfekt, dass das von vorn bis hinten nicht stimmen kann. Und er sprach in dem Zusammenhang von einem Putzkommando. Putzkommando, das kennt man, ne, so in großen Etagen, ne, wo der Dreck auf der Straße ist oder in den Fluren. Also es wurde aufgeräumt. Es ist eine sehr heftige Feststellung, Einschätzung von Bodo Ramelow, heißt er übrigens, dieser Ministerpräsident. Diese Einstellung findet man heute noch auf seinem Facebook-Account. Ist nicht gelöscht, ist nicht als Falschmeldung markiert worden. Und wenn man jetzt weiß, ne, dass Herr Kramer immer gegen Verschwörungstheorien vorgeht, dann sollte er zuerst mal mit seinem Ministerpräsidenten reden. Sehr interessanter Hinweis und Tipp für Herrn Kramer da an dieser Stelle, Herr Wetzel. Gleichzeitig gab der Thüringer Verfassungschef allerdings zu bedenken, und da muss ich ihm aber recht geben, dass man sich wirklich fragen müsse, ob es von Anfang an überhaupt sinnvoll gewesen sei, die NSU-Akten gleich mal so lange unter Verschluss zu halten. Wie blicken Sie auf dieses Problem? War der einzige Grund, dass man eben das so lange in die Zukunft hinauszögert, bis dann keiner mehr strafrechtlich belangt werden kann? Also jetzt gerade Staatsmitarbeiter, die da möglicherweise drin gehängt haben? Naja, also wenn man davon ausgeht, dass das, was Sie da an neonazistischen Strukturen beobachtet haben und in dem Bericht festgehalten haben, dass man dafür keinen Verfassungsschutz braucht. Also jedem, der diese Behauptung von mir überprüfen will, der kann auf EXIF gehen. Das ist ein Netzwerkrecherche, antifaschistische Netzwerkrecherche hier in Hessen. Die beschreiben exzellent die gute Arbeit von Antifa-Gruppen, was die neonazistischen Strukturen in Hessen angeht und gerade auch mit Blick auf Kassel etc. Dafür braucht man keinen Verfassungsschutz. Dafür braucht man auch diesen Prüfbericht nicht. Da könnte man dann EXIF irgendwie 10.000 Euro in die Hand geben, und die sollen dann das, was sie da über Jahre recherchiert haben, gut dokumentieren. Das Entscheidende, und deswegen braucht man das auch nicht bis zum Jahr 2134 unter Verschluss halten. Was man aber unter Verschluss halten muss, ist jede Spur, und das haben Sie angedeutet, habe ich ja auch selbst gesagt, die Frage der Beihilfe zum Mord, also sowohl in Kassel, also was den Internetbesitzer angeht, als auch natürlich letztendlich Walter Lübcke, was diese Sache untermauern könnte. Und Beihilfe ist, wenn man das weiß, aus anderen Prozessen, ist sehr weit gefasst. Es geht hin bis hin zur psychischen Beihilfe etc. Ja. Wenn man sich das mit Blick auf Walter Lübcke, was wusste man von den Mördern, die dann später verurteilt wurden, oder von den vermeintlichen Mördern, die später als Mörder verurteilt wurden, von dem
Umfeld, in dem er sich bewegt hat, was wusste man vorher? Warum wusste man dann nichts? Und warum zieht man daraus keine Konsequenzen? Dann ist es eben nicht nur eine politische Frage, sondern dann ist es Beihilfe von Mord verjährt nicht. Und ich glaube, in diesem psychotischen Überhang haben die dann irgendwie 2134 reingehauen. Also da würde ich eher sagen, dass das eher von Freud getrieben war, weil selbst wenn, nehmen wir jetzt mal einfach an, irgendein Beamter, irgendein Verfassungsschutzmitarbeiter, man könnte ihm nachweisen, dass dieses Unterlassen von Wissen, von Möglichkeit der Festnahme oder der Verhinderung, dass das bewiesen werden könnte, dann wäre der natürlich 2134 nicht am Leben. Also ich glaube, selbst Verfassungsschützer leben nicht so lange. Also wenn ich richtig informiert bin, ne? Das ist ein psychotisches Problem. Ja. Aber verweist umgekehrt darauf, mit welcher Angst in den hessischen Behörden gelebt wird, weil ich bin mir ganz sicher, sie wissen, egal wie eng man den Begriff der Beihilfe fasst und wenn man ihn auch nur politisch fasst, dann gilt es sowohl für Kassel als auch Kassel 2006 als auch für Kassel 2019, wo einer der ihren ermordet wurde. Kommen wir mal langsam zum Ende, Herr Wetzel, und schon mal vielen Dank an dieser Stelle im Namen der Redaktion für diese ganzen Hintergründe. Ich hoffe auch für unsere Hörerinnen und Hörer war einiges Wissenswertes, Informatives dabei. Abschließend, Herr Wetzel. Ja, schießen Sie los. Nein, ich habe nur gedacht, ich wäre ja jetzt gerne Mäuschen, ne, wenn das dann so veröffentlicht wird. Und natürlich wird auch hier der Verfassungsschutz großes Interesse haben, welches Wissen kundgetan und welche Zusammenhänge hergestellt. Da würde ich gern Mäuschen sein, mitzukriegen, was sie dann so dazu sagen, ne? Ob ich da so richtig liege oder völlig abwegig, Verschwörungstheorie. Ich wäre gern bereit, also eine öffentliche Diskussion zu führen, übrigens, ja. Okay, das unterstützen wir mal hiermit. Also wenn jemand aus dem Verfassungsschutzbereich zuhört und sich trauten, eine öffentliche Diskussion, eine Podiumsdiskussion mit Herrn Wolf Wetze zu gehen, können Sie gerne auch uns kontaktieren oder auch Herrn Wetze. Ich glaube, Sie haben auf Ihrem Blog ein Kontaktformular, ne? Ja, genau. Sagen Sie nochmal Ihre Adresse, dass wir das richtig haben. Mir Adresse reicht ja vollkommen. Genau, das ist schlichtweg, also wolfwetzel@yahoo.de. Alles klar, hiermit ist die Einladung offiziell. Aber abschließend, Herr Wetze. Genau. Aktuell kann in Delmenhorst in Norddeutschland eine Wanderausstellung zum Thema NSU besucht werden. Sie trägt den Titel, habe ich dort in der Lokalpresse im Weserkurier gelesen, sie trägt den Titel Die Opfer des nationalsozialistischen Untergrunds NSU und die Aufarbeitung der Verbrechen. Also es ist schon fast ironisch, wenn man jetzt sich das letzte Interview mit uns jetzt angehört hat, das Aufarbeitung zu benennen. Aber die benennen das auf jeden Fall so, ich würde das auch gar nicht werten. Und diese Veranstaltung da in Delmenhorst setzt sich mit insgesamt 27 Tafeln und mit etlichen Fotografien, Informationsgrafiken und Texten mit den Gräueltaten des NSU in den Jahren 1999 bis 2011 auseinander. Denken Sie, Herr Wetzel, dass solche Infoveranstaltungen vielleicht etwas mehr zur Wahrheit beitragen oder ist das nur die Weiterverbreitung des offiziellen Narrativs in anderer Form, wie es ein Hannes Hofbauer vielleicht ausdrücken würde? Ich habe es so ganz kurz am Rande wahrgenommen, aber jetzt müsste man wissen, also um eben zu verhindern, dass man irgendwie einfach irgendwas nur weghaut beziehungsweise abdunkelt, unberechtigterweise, man müsste wissen, was für eine Initiative ist es. Man muss in diesem Land immer wissen, wer finanziert sowas, in welchem abhängigen oder unabhängigen Verhältnis stehen die Leute, die das machen. Und dann wäre quasi die dritte Frage, welches Material werten sie aus? Ne? Also man kann eine NSU-Ausstellung kann man ganz sicher machen und vom Material her ist es so überzeugend, dass ich glaube, dass man spielend und sehr belegt und sehr konstruktiv und auch sehr weitsichtig das herrschende Narrativ, also
was der NSU war, beziehungsweise warum es ihn nicht mehr gibt und warum der Verfassungsschutz damit nichts zu tun hat und warum er in keinster Weise darin involviert war, dass das noch nie so gut widerlegbar ist wie im Fall der NSU-Geschichte. Und da tragen garantiert, also für mich ist das ja genauso, die Ergebnisse im Parlamentarischen Untersuchungsschuss bei, genauso wie geleakte Akten zu Eisenach und zu ganz vielen Sachen, die nirgendwo sozusagen in die Schlussfolgerung einfließen, die aber trotzdem da sind, ne? Also auch das, was, wie erwähnt, Soko Kaffee in Kassel gemacht hat, ist zum Teil ausgezeichnet verwertbar und widerspricht völlig dem, was dann am Schluss herauskommen musste. Von daher, man müsste wissen, welche Initiative ist es. Aber prinzipiell, das in der Art, wie wir das jetzt gerade besprochen haben, da eine Wanderausstellung zu machen, die Dokumente, die das belegen, zur Verfügung zu stellen, eine öffentliche Diskussion zu führen, ja, und vor allem zu begreifen, dass es nicht aufhört, dass der NSU, weder der NSU tot ist oder ad acta zu legen ist, und gleichzeitig die Frage zu stellen, was bedeutet diese Art der Aufklärung und Nichtaufarbeitung für das, was kommt und was noch kommen wird. Dann versuche ich nochmal positiv zu enden nach all diesen negativen Sachen. Sie haben eine Signatur unter Ihren E-Mails, einen Ausspruch, ein Zitat vom Philosophen Theodor Adorno. Der meinte einmal, nicht nur es gibt nichts Richtiges und Falsches, sondern der meinte auch, was Sie unter Ihrer E-Mail schon stehen haben, die fast unlösbare Aufgabe besteht darin, weder von der Macht der anderen noch von der eigenen Ohnmacht sich selbst dumm machen zu lassen. Ja, wie kann das gelingen? Haben Sie noch mal jetzt ein paar Yoga-Übungen jetzt am Ende für unsere Hörer? Wie kommt man gedanklich wieder raus aus dem NSU-Komplex und weg von 1984 und von Orwell? Ja, also das frage ich mich ehrlich gesagt auch immer. Also weil diesen Satz von Adorno finde ich wirklich genial, weil er, glaube ich, sowohl seine Situation in der im Exil gut beschreibt und selbst auch seine Ohnmacht, ne, die er erlebt hat, ne, obwohl er in einer privilegierten Situation war oder ist, wie ich oder andere, die da recherchieren und sich Mühe geben, der adornischen Diktion gerecht zu werden. Ja, Yoga, stimmt. Herr Busch, das ist es. Yoga, okay. Was sagt Daniel Ganser? Sagt in seinen Vorträgen, der macht ja auch ganz viel zu dystopischen Gegenwartsproblemen. Er geht in den Wald, spazieren. Das empfiehlt er wirklich im Laufe seiner Veranstaltung irgendwie so, wie man damit umgeht. Bei mir ist es, glaube ich, ich habe es mal irgendjemand gesagt, naja, der Weg zurück ist länger als der Weg jetzt weiter geradeaus. Das ist ein ganz pragmatischer Grund. Also der ist auch nicht der schlechteste. Und ich glaube, emotional, Sie haben recht, das ist sau schwierig, darin den Kopf nicht zu verlieren oder den Mut oder nicht von der Verzweiflung und von der Ohnmacht überwältigt zu werden. Aber ich merke immer wieder diese Unerträglichkeit, was da passiert, ne? Und wir haben ja über Jan Böhmermann gerade gesprochen, ne? Oder Ulrike Gerold. Ja. Genau. Oder andere, denen was widerfährt oder wo ich das mitkriege, wo ich merke, ich halte es nicht aus, das zu schlucken. Und ich hoffe, dass solche Auseinandersetzungen an so Beispielen sozusagen Geschichte werden, ja. Dass sie verfügbar sind für Menschen, die irgendwann vielleicht ein bisschen weniger Ohnmacht erleben, als wir das zurzeit tun. Und ich glaube, es ist schon schwer, da drin nicht unterzugehen. Da haben Sie völlig recht.